Hallo zusammen, hier ist wieder euer Tiller und heute bin ich wieder für euch in Dragonflight unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Video präsentieren. Heute soll es darum gehen, wie wir noch ein bisschen Gold aus verschiedensten Währungen rausziehen können. Und ja, aktuell ist es ja so, dass wir die Währungen mittlerweile mit dem Pre-Patch von The War Within einmal ein wenig traden können. Und wie das aussieht, will ich euch jetzt mal kurz zeigen. Also wenn ihr hier über die Währungen drüber fahrt, dann seht ihr bei gewissen Währungen einmal ein Feuer, ein Lagerfeuersymbol dahinter mit so einem Pfeil drüber. Und wenn wir dann quasi hier draufklicken und auf Transferieren drücken, haben wir die Möglichkeit von allen möglichen anderen Chars auf euren Accounts. Und ja, hier der Plural Accounts. Wenn ihr nämlich mehrere Accounts auf einem Battle.net-Account habt, könnt ihr die auch von den anderen WoW-Accounts quasi rüber traden. Und das funktioniert so, ihr wählt halt einen aus und dann sagt er euch, ne, wie viel der Char hat und wie viel ihr quasi habt. Und wenn ihr alles traden wollt, dann haut er halt irgendeine ganz große Zahl rein, Enter, und dann könnt ihr das quasi hier rüber basteln. Und in dem Video wollen wir uns jetzt einfach mal alle verschiedenen Währungen angucken, die wir haben. Also angefangen von Dragonflight bis runter zu den, Classic gibt es nicht, aber bis zu Burning Crusade tatsächlich. Und mal schauen, aus welchen Währungen wir ein bisschen Gold vielleicht noch machen können. Denn, ja, bei mir flacken die ein bisschen sinnlos rum. Jetzt, wo man die zusammenschicken kann, kann man sich vielleicht auch sinnig was kaufen. Und ich würde sagen, da starten wir mal ein bisschen rein. Kleiner Disclaimer am Anfang. Wir werden hier sicher keine Millionen an Gold rausziehen, aber Kleinvieh macht bekanntlich auch Mist. Und ich zeige euch jetzt auch die Währungen, die wirklich nicht viel bringen. Aber vielleicht hat einer von euch riesige Mengen rumliegen und kann da tatsächlich was mit anfangen. Falls ihr dann auch nochmal sagt, da hätte ich noch einen besseren Tipp, Taylor, schreibt es gerne in die Kommentare, ne? Helft der Community, helft euch ein bisschen gegenseitig. Und ja, ich würde sagen, wir können dann gleich mal mit den ersten Währungen einsteigen. Gut, dann fangen wir mal an. Die erste Währung, die ich hier habe, ist ganz oben, Elementarüberfluss. Und da kann ich euch gleich sagen, die ist ein bisschen sinnlos. Also da werden wir nicht sonderlich viel Gold machen. Aber ich habe die jetzt mal alle zusammengeschickt. Habe auf den verschiedensten Chars jetzt hier insgesamt 144k zusammengekriegt. Und ich bin jetzt hier einmal in Waldracken auf den Koordinaten 38, 37. Und hier gibt es einen Händler. Und bei dem können wir in diesem Gebäude quasi einmal ein paar Pets kaufen. Und diese Pets können wir wiederum in Käfige packen. Also die kosten jeweils 1000 von dem Inventarüberfluss. Ne? Die können wir hier kaufen. Und wenn wir sie dann lernen und einmal in den Käfig packen. Dafür habe ich meine Pets schon mal ein bisschen ausgemistet, dass wir die ein bisschen schneller finden. Da sind ja jetzt auch schon die ganzen neuen drin aus der Expansion. Und da müssten wir sie haben. Also hier haben wir die zwei. Dann können wir die quasi hier in den Käfig reinpacken und quasi dann verkaufen. Die sind aktuell nicht viel wert. Ihr seht hier 200 Gold, also da machst du nicht viel. Und das andere packen wir jetzt auch nochmal in den Käfig rein. Das ist auch 100, 200 Gold wert. Ich vermute mal, die werden die nächste Zeit noch ein bisschen teurer werden, die Dinger. Ne? Also vielleicht, wenn die Expansion ein bisschen länger her ist. Also damit macht man nicht viel, aber da könnt ihr vielleicht noch ein paar hundert Gold über diese Währung machen. Ich habe die jetzt schon mal zusammengeschickt, das könnt ihr ja auch mal angehen und dann dementsprechend vielleicht in der Mitte oder Ende der War Within da vielleicht noch ein bisschen Gold mitmachen. So, die nächsten paar Währungen, die können wir jetzt eher vergessen, das sind diese ganzen Wappen, die sind uninteressant. Mit den Flugsteinen können wir jetzt noch was machen und zwar in demselben Gebäude hier haben wir noch einen Händler, wo wir quasi Flugsteine gegen Ruf umtauschen können. Und jetzt fragt ihr euch, was bringt uns der Ruf? Naja, der wurde jetzt mit The War Within, mit dem Pre-Patch, mit allen quasi Chars zusammengelegt. Und wenn ihr hier relativ nah bei einer Paragon-Kiste zusammen seid, dann könnt ihr euch quasi die Flugsteine nehmen und dementsprechend ausgeben, um zum Beispiel jetzt hier bei mir Waldracken noch zu kaufen. Es bringt ehrlich gesagt nicht sonderlich viel. 150 bringen 50 Ruf, also ne, wenn ihr gar nichts mehr anderes mit anfangen könnt, dann könnt ihr euch hier noch ein paar holen und die quasi ausgeben, um vielleicht noch eine Paragon-Kiste zu kriegen. In der Paragon-Kiste sind im Normalfall so um die 1000 Gold drin, also jetzt nicht mega viel. Und was ihr dann auch noch dabei habt, sind ein paar Pet-Battle-Marken. Die sind immer ganz nice, um sich vielleicht noch das ein oder andere kaufen zu können. Ne? Es gibt ja einige Pets, die relativ viele Pet-Battle-Marken kosten. Oder so wie ich das mache, mit den Pet-Battle-Marken wiederum die Pets auf 25 bringen. Das lohnt sich. Also seht ihr, jetzt können wir das so langsam auffüllen. Und hier haben wir jetzt sogar schon eine
von den Kisten fertig, ne? Also die können wir jetzt mal kurz abholen und dann mal reinschauen. Also wie gesagt, das sind jetzt hier am Anfang nicht so Sachen, die euch riesig was bringen, aber wenn ihr die Sachen eh rumliegen habt, ne, dann können wir die dafür noch ausgeben. Also, dann machen wir es mal auf. Und ihr seht, 1100 Gold, ein paar polierte Haustierglücksbringer, ein paar Drachenvorräte haben wir hier noch und so ein Drachensplitter, ein paar Haustierbandagen. Also ja, nicht krass, aber nice to have, würde ich mal sagen. So, dann bin ich am nächsten Spot. Und zwar habe ich jetzt schon mal geguckt, hier die mysteriösen Fragmente, die kann man leider vergessen, da gibt es nichts Tolles zu kaufen. Aber für diese Flocken hier, da kann man sich ein paar Pets holen. Und da sind wir jetzt einmal quasi in Taldrassos auf den Koordinaten 51, 57. Und hier spielt ja dieser Zeitriss. Und da gibt es quasi diese Zeitriss-Flocken. Und mit denen kann man sich Pets kaufen. Und da gibt es hier verschiedenste Händler, ne? Die haben dann immer noch Pets. Und wenn ihr die Gear-Sachen noch nicht gekauft habt, haben die natürlich auch noch T-Mog. Das würde ich natürlich empfehlen, vorher zu holen. Aber wenn ihr sonst nichts mehr zu holen habt, könnt ihr euch die Pets kaufen. Ich habe jetzt hier auch schon ein paar Stück gekauft. Die kosten immer so um die 2750. Obwohl, die kosten alle genau gleich viel, ne? So wie ich das jetzt gerade sehe. Also da gibt es einige. Oh, Gul'dan habe ich mir noch gar nicht gekauft, sehe ich gerade. Kaufen wir da auch nochmal zwei. Es macht auch immer Sinn, noch ein paar Marken überzulassen, ne, und nicht alles auf einmal auszugeben, um dann später vielleicht nochmal welche zu holen. Ne? Wenn man zu viele Sachen gleichzeitig ins AHA haut, dann drückt es den Preis eher. Ich mache jetzt bei jedem mal zwei Stück. Und ja, jetzt können wir mal die Preise aktuell anschauen. Also hier sind wir so zwischen 3 und 5, hier zwischen 4 und 6, hier zwischen 4 und 5. Da zwischen 2 und 5.000, hier zwischen 2 und 3 und hier sind wir sogar zwischen 7 und 4.000. Ne? Also das sind jetzt hier mein Server Minimum Sofortkauf und regionaler Verkaufspreis. Ne? Also ein paar tausend Gold kriegt ihr über die und wenn ihr da einige Flocken habt, könnt ihr vielleicht noch ein bisschen Kohle mit scheffeln. So, als nächstes haben wir noch eine Währung, die sich jetzt nicht so wirklich lohnt, aber ich dachte mir, ich erwähne es mal. Und zwar haben wir hier die Saatblüte. Die kann man im Smaragdgrünen Traum abgeben, hier in Amidrasil direkt. Und zwar auch gegen Pets. Jetzt ist es so, man hat eine gewisse Ruhmstufe gebraucht, um das abgeben zu können, um so Pets kaufen zu können. Mittlerweile ist es ja accountweit und es ist im Endeffekt wurscht. Ne? Ihr könnt mit allen Chars, wo ihr jetzt vielleicht noch das Zeug rumliegen habt, einfach eins von diesen Pets kaufen. Und die dann auch wieder in den Käfig packen und verkaufen. Es soll gesagt sein, die sind aktuell echt nichts wert. Ne? Das hier ist jetzt zwischen 4 und 75 Gold wert. Vielleicht werden die später mal wieder ein bisschen wertiger, dass ihr vielleicht mal ein bisschen über 100 Gold kriegt. Aber ja, vielleicht habt ihr wie ich auf einigen Chars das nur rumliegen, konntet die nie eintauschen, weil ihr halt den Ruf einfach nicht hattet. Also das soll erwähnt sein. Lohnen tut es sich nicht wirklich, muss ich aber sagen. Dann schauen wir die nächsten Währungen an. Also die smaragdgrünen Trautropfen. Davon könnt ihr euch eigentlich nichts kaufen. Sowohl von den Sturmsiegeln, das bringt eigentlich auch nichts. Die Trauminfusion, da wäre es im smaragdgrünen Traum, so rum, nicht smaragdgrüner Albtraum. Da könnte man sich auch noch Pets aktuell holen, falls ihr die noch überhaupt. Die kann man aber auch nicht quasi auf einen anderen Char schicken. Was wir uns jetzt noch anschauen wollen, warum ich hier auch in Loam bin, ist einmal Vorräte der Dracheninseln. Und da sind wir jetzt hier in der Zaralek-Höhle und dort können wir die umtauschen. Ich habe jetzt einiges zusammengeschickt. Ich hatte so viel auf verschiedenen Twinks rumliegen. Ihr seht, es haben wir fast eine halbe Million. Und wir haben jetzt quasi zwei Möglichkeiten, die zu Gold zu machen hier. Das eine ist, dass wir hergehen und uns quasi diese Tauschfelsbrocken holen. Es kann sein, dass bei euch die ein bisschen anders heißen, je nachdem, wie weit ihr hier mit dem Ruf seid. Gibt es hier unterschiedliche Währungen, die man kaufen kann. Die Tauschfelsbrocken, bei denen ist es so, da ist quasi einer 24 Gold wert und für 100, ne, kann man sich quasi einkaufen. Bedeutet, wenn ich mir jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, ich kaufe mir da 10 Stück, dann wären das 1000 von der Ressource und es wird mir 250 bringen. Ne? Wenn ich mir jetzt 100 kaufe, sind es 10.000. Und dann wird es mir 2.500 bringen. Und wenn ich mir jetzt 1.000 kaufe, dann kostet es mich 100.000 Ressourcen. Das machen wir jetzt mal, ne? Also 100.000. Und wenn ich die verkaufe, dann sind es halt pro Stack 12.000, also 24.000. Also ihr seht, mit der Masse summiert sich das zusammen. Also die können wir jetzt einfach nehmen und quasi beim Händler weghauen für den Betrag. Alternativ können wir dafür auch was anderes machen. Also ihr könnt das auch in Pets umwandeln. Ich muss mal gucken, ob das
wie das aktuell aussieht, ob das sinniger ist. Und zwar hier unten bei dem Kollegen, bei dem Ponzo, wenn wir da schon was gemacht haben. Wir können nämlich hier ein Pet kaufen, und zwar Hütchenspiel schimpft sich das. Und das kostet 45 von den Dingern. Warte mal, ich rechne mir das mal kurz hoch. Also 45 von denen und wir kriegen für 1,24. Also muss es über 1080 Gold wert sein, das Pet. Ne? Dann wird es sich rentieren, das Pet zu kaufen. Und dann muss man sich halt selber noch überlegen, will man ewig ein Pet ins Auktionshaus stellen? Ne? Also nur weil es für einen gewissen Betrag... Oh, ich muss es nur lernen, sonst wird das hier nichts. Nun, für einen gewissen Betrag im AH ist es, heißt ja noch lange nicht, dass es verkauft wird. Okay, das geht jetzt für so 2000 Gold. Also man könnte das Doppelte an Gold theoretisch damit machen, wenn man es ins AH haut. Das muss man sich dann, denke ich mal, immer selber entscheiden. Was ihr halt wie bei allen Währungen beachten solltet, wenn ihr noch irgendwas anderes dafür braucht, ne, wenn ihr jetzt Sammler seid, solltet ihr natürlich jetzt nicht alles in Gold umhauen. Und ich würde immer einen Ticken noch aufbewahren, nicht, dass Blizzard irgendwann mal nochmal was einfügt, für was man es brauchen kann. Ne? Ich werde es jetzt, denke ich mal, so machen. Ich verkaufe jetzt ein paar direkt, dann habe ich schon mal ein bisschen Direct Gold. Also wenn ich jetzt hier die 500.000 quasi umwandle in direktes Gold, dann habe ich schon mal über 100.000 Gold. Ne? Und dann kann ich mir auch noch ein paar Pets zusätzlich holen. Genau, also so viel dazu. So, ich habe jetzt meine Ressourcen mal ausgegeben. Habe jetzt mir noch ein paar gelassen, ne? 37k. Habe jetzt hier 100k über das Zeug allein gemacht. Und irgendwie das Pet, du kannst immer nur eins kaufen, dann musst du, glaube ich, wieder reloggen. Jetzt lasse ich mal die Dinger hier noch liegen, die haue ich mir mal auf die Bank eventuell. Wenn die Pets mal wieder ein bisschen mehr wert sind, dann hole ich mir da vielleicht mal noch ein paar von denen. Dann kann ich mir ja nochmal 10 oder 11 Pets sogar kaufen. Juti, wir bleiben jetzt aber hier unten, und zwar gibt es noch ein bisschen andere Währung. Und zwar haben wir einmal diese duftenden Münzen bzw. die Ornamente. Und die können wir hier auch umtauschen. Da gibt es nämlich außerhalb von dem Loam Hauptgebäude einen Händler, da können wir die, diese duftenden Münzen umtauschen gegen diese Ornamente. Und das machen wir jetzt mal. Warte mal, das kann ich jetzt auch wieder TSM umschalten. Das ist immer angeben, dann kann ich hier maximale, die maximale Währung umtauschen. Und ja, es ist quasi so, diese Marken könnt ihr mit den ganzen Twinks umtauschen in diese Ornamente, und die sind Kriegsmeuten gebunden, also die könnt ihr dann auf einen Char zusammenschicken, und das sind quasi die Marken, die ihr hier für alle möglichen Aktivitäten in der Taralek-Höhle bekommt. Und die können wir dann wiederum umtauschen gegen diese Schneckenpads. Also hier gibt es quasi nochmal ein Pad. Und auch hier ist es wieder so, dass ihr nur eins kaufen könnt. Dann müsst ihr aus- und wieder einloggen, dann könnt ihr das nächste kaufen. Warum das so ist, keine Ahnung, aber ja. Gut, was ist das wert? 2 bis 500 Gold, also da gewinne ich auch nicht keinen Blumentopf, aber wenn ihr noch einen Haufen von dem Stuff rumliegen habt, dann könnt ihr das quasi auch noch auf den Kopf hauen. Dann gucken wir weiter, und zwar sind wir jetzt mit Dragonflight durch. Das nächste sind jetzt hier zeitversehrte Abzeichen, die können wir auch wieder zusammenschicken. Und auch da habe ich einige zusammengeschickt, ich habe jetzt hier 400.000 von den Dingern. Ich habe ja T-Mog in den verschiedenen Timewalker-Dungeons als auch Raid gefarmt, und da kommen die halt mit den Twinks zusammen. Ne? Dann gibt es ja immer, wenn man die erste Dungeon in dem Timewalker-Event abschließt in der Woche, gibt es ja immer 500 Marken, und wenn man das mit Hunderten von Chars macht, dann summiert sich das langsam zusammen. Die Dinger könnt ihr aktuell nicht abgeben, das könnt ihr immer nur abgeben, wenn ein WoW-Geburtstag ist oder halt ein Timewalker-Event. Und ich kann euch jetzt aber mal zeigen... Auf WoW Head können wir ja hier die Währung einmal eingeben und schauen, was wir dafür kaufen können. Ne, ihr könnt das, wie ich das schon gemacht habe, einmal zusammenschicken und dann dementsprechend ja, schon mal euch ein bisschen poolen, und wenn das nächste Event ist, dann ausgeben. Ich kann euch mal zeigen, was sich lohnt. Also es gibt da natürlich ewig viel Gear, was wir uns kaufen können, das ist aber nicht interessant. Zum Beispiel hier gibt es auch Rezepte, ne? Und seht ihr hier, großer Arkanschutztrank, den gibt es einfach bei dem Händler, wenn, das müsste Cataclysm Timewalker sein, und der ist hier EU-Durchschnittswert 65.000 Gold. Ne? Also für das lohnt sich, das kann man auch mal Hafer kaufen, das sind irgendwelche uralte Rezepte, die nicht mehr im Spiel verfügbar sind. Ne? Die hat Blizzard irgendwann rausgenommen und später dann zu dem Timewalker-Händler hinzugefügt. Das wissen vielleicht viele nicht. Ne? Und da gibt es verschiedene Rezepte, unter anderem hier der große Arkanschutztrank. Dann, jetzt gucken wir mal durch, was es noch so alles gibt. Also das sind alles irgendwelche T-Mox-Sachen. Auch für diese Marken gibt es natürlich verschiedene Sachen wie Spielzeuge, Pets, Toys. Ne? Aber die können wir alle verkaufen, da habe ich schon geguckt. Die sind alle
Dann leider seriengebunden. Es gibt auch so Grimoire-Dinger. Zu all diesen Sachen habe ich Videos gemacht. Also wenn ihr euch Collectibles fehlen, kauft erst die Collectibles. Aber wenn ihr jetzt wirklich quasi Gold haben wollt, dann gibt es halt da ein paar Rezepte. Auch das Rezept, See der EU, ist hier dieses Kochrezept, ne? Auch hier bei dem Typen Cataclysm Time Walker. 67.000, 64.000, das andere Kochrezept, 68.000, also das sind wirklich die EU-Durchschnittspreise. Erstaunlich hoch, ne? Liegt aber wahrscheinlich auch daran, weil das halt so selten ist. Und alle diese Rezepte kosten halt 1.500 Marken, ne? Jetzt gucken wir mal, irgendwie lädt das jetzt hier nicht mehr. Aber die sind alle im ähnlichen Preisbereich, also keine Ahnung, warum das jetzt nicht will. Manchmal spackt wieder, wir hätten ein bisschen rum. Genau. Und sonst, was haben wir sonst noch? Ne, das sind alles Gear-Sachen. Ach ja, ihr solltet vielleicht ein paar von diesen Time Walker-Marken aufheben. Aus zweierlei Gründen. Erstens, es kommt immer wieder neues Time Walker-Event, ne, wo es dann halt meistens einen Mount gibt und ein paar Pets und Toys. Und meistens kostet das Mount halt wie hier 5.000, dann die Pets nochmal 1 bis 2.000, die Toys, also 10.000, 12.000, sowas um Dreh rum, wenn ihr euch aufhebt, wäre ganz gut für die Collectibles fürs nächste Event. Das nächste, das kommt, ist glaube ich BFA, ne? Das letzte, was wir hatten, war ja hier Legion. Und was ihr aber auch noch verkaufen könnt, ist die Jagdsalberei. Das ist das Ding hier. Das geht auch EU für 15.000, kostet 500 Marken, ne? Wie ich das gesehen habe, genau. Jetzt können wir uns die anderen Rezepte noch anschauen. Hier haben wir 54, 51.000. Okay, das ist ein bisschen weniger wert, 29k. Also das ist so ein bisschen der Überblick. Genau. Dann würde ich sagen, können wir weiter gucken. Ach, Erbstücke kann man übrigens darüber auch upgraden, also falls man da gucken will. Jetzt sagen wir mal ganz hypothetisch, ich teile ne, diese Marken, die ich habe, also 434.000 geteilt durch 1.500, dann könnte ich mir 289 kaufen, 200 80. Und was haben die Dinger gebracht? Bracht die Rezepte theoretisch 50k, ne? Ob die dafür weggehen, für das sind sie zumindest mal ha. Dann wären das fast 15 Millionen Gold. Ich glaube ja nicht ganz, dass man die in Massenverkauf kriegt. Ich sag's euch ehrlich, aber theoretisch hier würde großes Goldpotenzial liegen, ne? Wenn ihr diese Rezepte kauft, eventuell kriegt ihr das ein oder andere verkauft. Müsst ihr aber ein bisschen im Kalender gucken, wann das nächste Mal Cataclysm ist. Und zwar wäre das, hier ist Burning Crusade, Wattle. Cata muss hier irgendwo dazwischen sein. Zeitwanderung beginnt, hier müsste Cataclysm sein. Im Oktober, 9. Oktober ist das nächste Mal Cataclysm. Also da vielleicht ein paar kaufen, dann kommt er hin. MOP ist dann am 30., da könnt ihr euch theoretisch die Jagdsalberei kaufen. Dann gucken wir mal weiter, was haben wir noch so? Tolbrat-Belohnungen können wir nicht tauschen. Blutige Abzeichen auch nicht. Ehre und Eroberungspunkte fallen auch flach. Die Eroberungspunkte solltet ihr vielleicht jetzt noch ausgeben, bevor der War Within rauskommt. Denn dann werden die resettet. Ehre wird wahrscheinlich nicht resettet. Was haben wir noch? Hier die Reiterabzeichen. Damit könnt ihr eigentlich nichts machen. Die sind wahrscheinlich ganz nett für den nächsten. Ach, schau mal, da habe ich nur eins auf dem Twink. Für den nächsten Cup, ne? Dass ihr da schon mal Zeug kaufen könnt, aber ich glaube, zu Gold machen ist da eher schwierig. Warte mal, machen wir die mal zu, die wir haben. Also die haben wir, die haben wir. Was haben wir hier noch? Jetzt wird's interessant, und zwar die Gewinnlose des Dunkelmond-Jahrmarkts. Da gibt es ja auch ein Mount, was glaube ich 1.000 kostet. Also falls ihr das schon habt und die ganzen anderen Sachen, könnt ihr da die Nachbildungen kaufen. Nachbildung. Und zwar sind es diese Teile hier, ne? Ich bin jetzt auf Blackmoor, auf einem relativ vollen Server. Da sind die meistens eher schon günstig. Aber ihr seht, die gehen hier von, ja, 150.000, 160.000 bis runter auf die günstigsten sind in den Zehntausenden. Und das sind quasi T-Mog-Sets. Ich glaube, das ist das unter anderem T0,5 ist danach gebildet und irgendwelche anderen Sets noch aus Classic. Und die könnt ihr euch halt dafür die Marken kaufen. Ich bin mir jetzt nicht mal ganz sicher. Ich meine, die günstigsten haben irgendwie, ich glaube, 45 oder 55 gekostet. Und die teuren waren so bei 75 Marken pro. Also wenn ihr da 1.000 Marken aufwärts, wie ich jetzt habe, könnt ihr euch da einige von den Teilen kaufen und es herstellen. Ich sage jetzt nicht, dass die schnell weggehen. Das ist halt T-Mog, ne? Das kann auch sein, dass das ewig ein Ladenhüter ist. Aber potenziell könnt ihr damit ein bisschen Gold machen mit den Sachen. Also das kann sich lohnen.
Könnt ihr aber nur eintauschen, wenn quasi Dunkelmond-Jahrmarkt ist und der nächste startet jetzt am 4. August, ne? Das ist immer am ersten Sonntag des Monats startet das Ding immer. Der Dunkelmond-Jahrmarkt geht genau eine Woche und da könnt ihr eventuell noch ein bisschen Gold machen. Und dann haben wir noch die Händlerdevisen. Komischerweise wird das auch als Kriegsmeutenwährung gezählt, aber das... Ach so, schau mal. Wenn der Pfeil da ist, kann man es verschicken. Wenn der Pfeil nicht da ist... Na, schau mal. Again what learned hier, wie der Engländer sagt. Gut, dann sind wir da auch durch. Dann haben wir als nächstes Shadowlands. Da muss ich jetzt dann gleich mal gucken, was wir da noch so machen können. Also, ich habe jetzt hier noch ein bisschen durchgeguckt. Eigentlich sind Shadowlands, ehrlich gesagt, nicht so viel Sinniges dabei, ne? Was vielleicht noch interessant wäre, sind hier die Chiffren der Ersten. Also, wir können mal von oben nach unten durchgehen. Die Erkennungsbelobigung war, glaube ich, die Prepatch-Währung. Die kannst du eh nicht rüberhandeln. Die Chiffren der Ersten, das werden wir uns jetzt gleich angucken. Dankbare Gaben, da kann man sich schon Sachen kaufen. Das Problem ist, man braucht immer... zusammen mit dem Zeug noch Anima, ne? Und das Anima kannst du nicht rüber traden. Es gibt aber in Oribos einen Händler beim Flugmeister, da kannst du das einpacken und dann quasi wieder auspacken. Wenn man da die Monstrositätenfleckerei gebaut hat, kann man mit den Gaben und dem Anima kann man da theoretisch Pets bauen. Also das würde mir jetzt einfallen, um noch Gold mitzumachen. Aber ja, sonst Anima habe ich, glaube ich, eh nicht mehr viel, das habe ich schon mal rausgehauen. Die Rubine, da gibt es, glaube ich, nichts. Katalogisierte Forschung, da gibt es, soweit ich weiß, auch nichts. Kosmischer Flux, da gibt es eigentlich auch nichts. Das war, glaube ich, die Fraktion in Cortia, ne? Da konnte man sich so ein paar Sachen holen und damit konnte man, glaube ich, die, war hier im Serra Mortis, da konnte man hier Zeug hochbasten. Ich glaube, das hast du auch für die Legendaries gebraucht, meine ich. Und fürs Umschmieden und so. Also hier in dem Katalysator. Die Dienstmedaillons, das ist eine Währung für die Kyrianer, das ist auch raus. Und dann hast du Seelenasche, Seelenglut und Stygia, damit kannst du eigentlich auch nichts machen. Stygische Glut glaube ich auch nicht und Sündensteinfragmente. Ich weiß nicht, ob es dafür einen Pet gab. Eventuell gab es dafür einen Pet und zwar meine ich... Hier unten, wenn man das freigespielt hat, konnte man da Sachen kaufen. Ich weiß nicht, ob man da ein Pet für einlösen konnte, aber das ist auch keine Fraktion, wo man hier quasi das über ein Warbond quasi rüber traden kann. Was aber halbwegs interessant noch sein könnte, sind halt hier die Schiffe in der Ersten. Und zwar bin ich jetzt in Serra Mortis und hier oben auf den Koordinaten 37, 44. Und dort können wir so Kisten öffnen. Da kann Temok, oder können Temok-Waffen drin sein, die man im AH verkaufen kann. Ich habe da auch schon mal einige aufgemacht gehabt in der Expansion. Auch ein Video, wie man den Händler freischaltet, hatte ich erstellt. Also falls ihr den nicht habt, dann müsst ihr hier ein bisschen reinquesten in dem Gebiet. Und ich habe jetzt hier nochmal ein paar umgewandelt. Halt, das ist die falsche Kiste. Moment, die wollen wir aufmachen, die Kiste. Jetzt hier Max, 74 Kisten. Die einzigartig. Blizzard, ich hasse dich. Also die Kisten sind einzigartig. Ach ja, da sind dann auch diese Gitter drin, ne? Und die Genesis-Partikel, die man wiederum verwenden kann, um sich die Mounts und Pets zu craften. Theoretisch könnte man hier also hergehen. Ah, guck mal, das ist sogar auch noch ein bisschen was wert, das Ding. Theoretisch könnte man hergehen, die Dinger hier aufmachen und sich dann Pets craften und die Pets wiederum zu Gold machen. Also das wäre eine Option. Wir machen es jetzt mal so. Ich mach jetzt hier mal ein paar Dinge auf, ne, von denen. Und dann, ach so, ist jedes Mal 300 irgendwas Gold drin. Ist eigentlich auch gar nicht so schlecht. Also zwischen 300 und 400 Gold kriegt man hier jedes Mal raus. Ah, schon mal hier mal so ein Temok-Teil, aber das ist jetzt 1000 Gold wert. Auch nicht so toll. Aber gut, das summiert sich halt wahrscheinlich dann zusammen, ne. Ich krieg hier jedes Mal auch ein paar Splitter. Und auch ein bisschen Gold. Was habe ich denn jetzt? Ja, bestimmt schon 2k. Ich hatte jetzt etwa 100k vorhin. Ich mache die jetzt mal auf und dann zeige ich euch am Ende, was ich nach den 70 Kisten habe. Das wird jetzt sonst hier ein bisschen lang. So, das hat jetzt echt ein bisschen gedauert, bis ich die ganzen Kisten aufgemacht habe. Ich habe jetzt hier nochmal 28k rausgezogen aus den Dingern. Also gar nicht so verkehrt, muss ich sagen. Hätte ich gar nicht gedacht, dass da so viel Raw Gold noch drin ist. Und einige von diesen Waffen. Also seht ihr, der halbe Inventar voll.
Da haben wir jetzt diesen 1000 wert, 600 und... Na gut, okay. Viele von denen sind halt aktuell nicht sonderlich viel wert. Wahrscheinlich haben das gerade einige gemacht. Aber ja, das hier 2000 wert. Eventuell die ein bisschen liegen lassen und dann nach einer Weile verkaufen. Was ich jetzt auch noch gekriegt habe, sind halt diese Schimmerdinger und diese Gitter. Und ja, auch noch einige von den Essenzen. Ja gut, das sind ein paar Stacks, ne? Kann man die nur auf 10 stacken? Interesting. Also die sind jetzt, ein Stack ist auch nochmal so 500 wert. Dann einige von diesen Genesis-Partikeln. Was man da jetzt theoretisch mitmachen könnte. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob man da noch mehr braucht. Aber du brauchtest, glaube ich, diese Gitter und die Partikel. Und dann konntest du in der Pet-Schmiede noch Pets bauen. Und eventuell kann man das jetzt halt benutzen, um sich da noch so Pets zu bauen, ne? Und was man hier zum Teil halt jetzt auch noch kriegt, sind so Ressourcen, die man auch braucht, um noch so Special Mounts zu bauen. Also da gibt es auch das ein oder andere. Aber das habe ich alles fertig gemacht, deswegen... Oh, jetzt sind wir ein bisschen zu weit geflogen. Wo waren das? Ich glaube, da hinten war das irgendwo drin. Genau, hier unten ist die Pet-Schmiede, also hier ist der Eingang. Aber das müsst ihr dann halt auch alles erstmal freigespielt haben. Also wenn ihr hier jetzt nicht unterwegs wart... dann ist das wahrscheinlich eh hinfällig. Gucken wir mal kurz rein, vielleicht kann ich da noch was craften. Seht ihr, jetzt kann ich mir hier noch ein paar Pets bauen. Ich glaube, manche waren damals relativ viel wert. Jetzt craften wir uns halt einfach mal ein, zwei Viecher. Und dann schauen wir mal, vielleicht sind ja welche was wert, wisst ihr. Hier noch eins, da noch eins. Werden wir dann schauen, ob dann... noch ein bisschen Gold mit drin können. Okay, jetzt habe ich keine Splitter mehr. Vielleicht habe ich mir jetzt auch die gebaut, die nicht viel wert sind. Einfach mal ein paar, die ich jetzt da gesehen habe. Jetzt würde ich sagen, lerne ich sie schnell, packe sie in den Käfig und dann werden wir sehen, ob wir dafür noch ein bisschen was kriegen. Könnte sein, dass wir damit ein bisschen Gold machen können. Also Käfig. Es gibt da halt seltenere und weniger seltene, je nachdem, welche Gitter halt nicht so gut erhältlich sind. Halt, das muss man auch noch in den Käfig setzen. Muss immer bloß aufpassen. Also, das ist 19.000 wert. 21.000, 21.000, 15.000, 109.000 Gold. What the fuck? 9.000, 11.000. Okay, also da ist es wirklich sehr unterschiedlich, wie viel quasi da eins von den Dingern wert ist. Ich denke mal, diese ganzen Gitterdinger, die kann man theoretisch auch immer verkaufen. Seht ihr das? Die sind nicht viel wert. Ich glaube, der Wert der Pets kommt halt... Oh, doch, das hier ist 9.000 pro Wert. Sind auch 45.000. Hier, das ist auch nochmal... Es gibt halt manche, die sind selten von diesen Gitterdingern. Am besten, also das, was ich jetzt gemacht habe, irgendwelche random zu craften, ist eigentlich dumm. Eigentlich müsste man vorher immer gucken, welche viel wert sind und dann sich die richtigen craften. Aber da habe ich jetzt auch nicht geguckt. Gitter, ja. Die sind, da sind echt nicht viele Maha von den Pets. Also darüber kann man vielleicht richtig Gold machen. Ne? Naja, also ist eigentlich nicht verkehrt. Und jetzt haben wir halt diese ganzen Waffen gut... da sind halt einige drin. Da werden wir jetzt nicht viel reißen mit, tatsächlich. Aber packen wir sie noch rein. Denk mal, die Teile macht vielleicht mehr Sinn, wenn man die eventuell mal ein bisschen irgendwo auf eine Bank packt und in einem halben Jahr oder so drauf. Weil jetzt werden halt wahrscheinlich viele diese Sachen hier einmal craften, ne? Und da wirst du jetzt halt nicht sonderlich viel kriegen. Gut, die Gitter, die sind halt fast nichts wert, ne? Wenn wir jetzt da gucken, das kann ich vergessen. Die Teile, da kriegst du zum... Warte mal, was kriege ich denn, wenn ich die beim Händler verkaufe? Naja. Wenn ihr etwas Exotisches findet, bringt es mir. Da kriege ich halt 50 Gold und wenn ich es im Maha verkaufe, 200 irgendwas für so ein Stack. Ja, also im Maha lohnt sich's mehr. Ich weiß halt nicht, ob das Zeug nur irgendwer kauft. Und wie gesagt, diese Schimmerdinger, da kann man anscheinend eins auch für 10 Gold so verkaufen. Die sind auch Kriegsmeuten gebunden und die sind halt für die Mounts da, ne? Also wenn ihr euch noch Mounts basteln wollt, könnt ihr da eventuell auch nochmal ein paar für die Mounts hernehmen. Ich werde die jetzt beim Händler verkaufen. Ich habe alle Mounts. Mir fällt jetzt auch nicht ein, ob man davon irgendwie noch was machen kann. Ich bin jetzt aber ehrlich gesagt überrascht, wie viel die Pets wert sind. Das wird sich vielleicht sogar fast für den einen oder anderen lohnen, diese Genesis-Partikel zu farmen
und dann die Pets, die jetzt vielleicht 100k oder so wert sind, die ein bisschen zu craften, ne? Also das kann sich vielleicht sogar rentieren. So, Dollar, als nächstes sind wir jetzt in BFA angelangt. Und da habe ich jetzt auch nochmal was Schickes rausgesucht. Machen wir die anderen Male zu. Also das erste, was wir haben, sind die Dienstmedaillen der 7. Legion auf der Ali-Seite. Da gibt es auf der Horn-Seite quasi auch eine Äquivalent zu. Und die können wir jetzt hier in Boralos quasi auf den Koordinaten 66, 25 ausgeben, um auch wieder ein Pet zu kaufen. Und zwar gibt es hier, wo haben wir es, da so ein Käfig, Trex-Käfig, und den können wir uns holen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel das wert ist, wenn wir mal reinschauen. Was anderes von Interesse gibt es eigentlich nicht mehr, ne? Klar, ein paar Mounts und den Ring und so, wo man sich nach Boralos porten kann, ist ganz nett. Es gibt auch hier diese Tränke, die gehen bis Stufe 49. Da hat man 10% mehr EP für eine Stunde, was ganz nett zum Leveln ist, ne? Also kann man auf jeden Fall, wenn man Twink levelt, mitnehmen. Und wir gucken uns jetzt mal aber das Pet an, denn das ist das Einzige, was wir zu Gold machen können. Und da ist so ein Pet. Oh, 10.000 Gold ist das wert. Gar nicht schlecht. Wird das für mich bedeuten? Also ich könnte da 50 kaufen, ne? Das wäre eine halbe Million, oder? 10 wären 100k. Ja, 50 wären eine halbe Million. Ja, ist nicht schlecht. Ich würde euch aber empfehlen, jetzt nicht, wenn ihr jetzt so viele Marken wie ich habt, alle zu kaufen und das Haar zu fluten. Weil da drückt ihr bloß die Preise. Am besten, immer mal wieder ein paar kaufen, vielleicht auf verschiedenen Servern die reinzupacken, und wenn die abverkauft sind, die neuen wiederholen. Ich habe jetzt schon mal zumindest die ganzen Währungen zusammengeschickt. Genau. Habe ich mir gerade die anderen Währungen hier aus der Expansion nur durchgeguckt. Die sind eigentlich nicht wirklich nützlich. Also die Echos aus der Lothar, da kannst du nichts kaufen. Kämpfergold kannst du auch vergessen. Kriegsressourcen kannst du tatsächlich auch vergessen. Für was die noch gut waren, ist zum einen hier für die Missionen und für Bonus-Rolls konnte man die noch verwenden. Dafür war es nicht schlecht. Die manifestierte Vision, das brauchst du nicht. Die prismatische Mana-Perle, die können wir uns eventuell noch anschauen. Ich meine, da gab es noch ein Pet von. Seefahrer-Dublonen ist auf jeden Fall interessant. Die können wir zusammenschicken. Und gut, das sind hier die Bonus-Rolls, ne? Die bringen uns auch nichts. Titan-Residium, da habe ich sowieso nichts. Ist auch keine Warf-Bound oder Warp-Band Ressource, und die Andenken, da kannst du auch nichts Sinniges von kaufen. Aber die Seefahrer-Dublonen, die sind interessant, die können wir uns auch zusammenschicken, habe ich tatsächlich jetzt auch schon gemacht. Und da können wir potenziell relativ viel Gold machen, denn es gibt einen Händler, wo man sich zum einen ein paar Collectibles kaufen kann, ne? Auch Mounts und sowas. Aber es gibt auch einen, der uns hier diese Kisten verkauft. Und diese Kisten, da kann Timok drin sein. Die switchen, glaube ich, wöchentlich. Und da gibt es wöchentlich andere Kisten. Und je nachdem, welche Kisten sind, kommen halt andere Timoks raus. Ne? Das ist nämlich so, dass hier aus den verschiedenen Inseln gibt es quasi verschiedene Grundbevölkerungen. Und die haben halt einen anderen Loot-Table. Und diese Loot-Table bilden halt auch diese Kisten ab. Heißt, ich würde euch empfehlen, nicht in einer Woche herzugehen, alle für das auszugeben, sondern eventuell jede Woche immer ein paar zu kaufen, dass ihr ein bisschen unterschiedliches T-Mock habt und dementsprechend vielleicht auch mehr Verkäufe habt. Also das nur so als kleine Empfehlung. Die können wir jetzt mal aufmachen, jetzt haben wir mal ein paar gekauft und da sind halt so T-Mock-Teile drin, ne? Also das, was ich jetzt hier habe, 400 Gold, 5000 und was war das hier, 600... 700, 800, okay, das ist ein Pet. Das können wir mal gucken, was das nur wert ist. 5k, da ist wieder ein Pet drin. Das ist schon mal 11.000 anscheinend. 88.000, der Bogen. Naja, aber regionaler Verkaufspreis sind 18, ne? Also hier gibt es schon teilweise T-Mocks, die auch viel wert sind. Ich glaube jetzt die Woche, wo ich das jetzt gerade hier aufmachen kann, sind es eher mäßige Sachen. Obwohl hier 40... ein Pet. Aber ich meine, die Pets, die waren nicht sonderlich viel wert. Hier 50k ist auch nicht schlecht. Da gibt es nämlich dann verschiedene Sets und ja, die sind dann zum Teil ganz nett. Jetzt, achso, da haben wir auch noch einen. 2k. Also ihr seht schon, das ist halt T-Mock-Zeug. Ich will euch da keine Illusionen machen. Manche Werte sehen jetzt ganz nett aus. Bis ihr das verkauft kriegt, kann es echt dauern. Also deswegen, ja. Wenn ihr die Marken eh rumliegen habt, ganz klar, haut die auf den Kopf. Gut, die Pets kann ich vergessen, die sind ein paar hundert Gold wert, ne?
Dann kann man hier ein bisschen was ausgeben. Ich kaufe mir jetzt mal von jedem noch ein paar Kisten. Ich meine, die von den Botani, die waren nicht schlecht, ne? Also das waren, glaube ich, die guten Kisten. Die sind jetzt aktuell nicht dran. Da ist jetzt das Set, was nicht sonderlich viel wert ist. Hier 5000, 6000. Also es ist schon ein bisschen was. Das ist nochmal 17k wert. Da ist auch nochmal ein Pet dabei. Das ist das, das ist, glaube ich, das Set, was gar nicht schlecht was wert ist. Ja, das ist dieses Feuer-Lederset, ne? Ah ne, Stoffset ist das. Es gab auf jeden Fall auch ein Lederset, was relativ gut was wert war. Hier ist nochmal eine Waffe mit 17.000. Regionaler Verkaufspreis ist sogar 27. Das sieht auch nicht verkehrt aus. Also da könnte man theoretisch auch doch ganz gutes Gold mitmachen, wenn ihr hier die Seefahrer-Dublonen raushaut. Ich glaube, ich werde jetzt nochmal ein paar kaufen und den Rest mache ich dann nächste Woche und hau dann nochmal ein paar raus. Ich hatte da mal, glaube ich, sogar 10.000 oder 50.000 oder so noch über. Da habe ich schon mal einen Haufen T-Mark über eine Weile quasi verkauft. Manche Sachen gehen schon auch weg, ne? Aber es zieht sich, wie gesagt, immer noch ein bisschen. So, jetzt würde ich sagen, schauen wir jetzt noch eine Währung an, die interessant sein könnte. Da bin ich mir jetzt immer hundertprozentig sicher, und zwar sind es die Mana-Perlen. Da müsst ihr jetzt einmal nach Nasjatar. Und, ach komisch, schon mal, das Portal hier zum Schwert ist nicht mehr da. Da konnte man, glaube ich, auch noch ein Pet kaufen. Die Währung ist aber, so wie ich es gesehen habe, keine Kriegsmeuten-Ressource und dementsprechend auch nicht zusammenschickbar. Also das müsst ihr dann mit jedem Char einzeln machen. Ist natürlich dann jetzt hier für die Geschichte, die wir aktuell machen, nicht so interessant. Jetzt klicken wir hier nochmal alles zu, also Shadowlands machen wir auch zu. Hier die prismatischen Mana-Perlen. Und ich meine, du konntest bei einer von den Fraktionen das eintauschen. Ne, das war die PvP-Fraktion. Jetzt gucken wir mal, da konnte man Gear kaufen. Ja, hier konnte man den Krebs kaufen, ne? Für 150. Schauen wir mal, ob wir den quasi auch eintüten können und dann quasi in den Käfig. Ja, das geht. Was ist der Wert? Ja, 4000, ne? Also dafür, dass man die Dinge halt nur ein bisschen rumliegen hat, ist ganz nett. Also kann man vielleicht nur das andere Goldstück mit verdienen. Und Käfig, und dann kommen die auch noch mit ins Auktionshaus. Also als nächstes können wir uns dann noch Legion anschauen und hier gibt es ehrlich gesagt nicht so viel. Ich habe jetzt hier mal schon mal beim ersten Händler mir das angeguckt, ne? Und zwar hier für die kuriosen Münzen, aber das kann ich schon leider vergessen, ne? Weil der hat nämlich nur Sachen, die seelengebunden sind und so ein Schild. Ich glaube, es gab noch so ein Collectible, das ich aber schon habe. Und das ist auch eine der wenigen Währungen, die man zusammenschicken kann. Siehst du, die blinden Augen sind weg. Kuriosen Münzen kann man Ethersplitter gehen. Und sonst war es das. Also es sind eigentlich nur zwei Währungen, die man zusammenschicken kann, ne? Und die kuriosen Münzen kannst du schon vergessen. Wenn ihr jetzt hier noch ein paar Ordensressourcen habt, könnt ihr die in eurer Ordenshalle umwandeln. Theoretisch gegen Blut von Sargeras und das Blut von Sargeras wiederum hier gegen Waren eintauschen, ne, die ihr ins Auktionshaus setzen könnt. Das wäre eine Option. Die blinden Augen, die sind leider halt auch nicht Kriegsmeuten gebunden. Wenn ihr da noch ein paar mit euren Chars rumliegen habt, dann könnt ihr die einmal hier unten, meine ich, hier war irgend so ein Händler, üben. Dann kann man das, glaube ich, gegen so Quallenpads eintauschen. Die habe ich, also die kannst aber leider ziemlich vergessen, muss ich sagen. Ich habe die, glaube ich, jahrelang mal verkauft, die Dinger. Und die gehen eher schlecht als recht weg. Also, ja, kann man machen. Viel sind sie aber wahrscheinlich nicht wert. Ja, 800 Gold, 800, 900 Gold. Also die könnt ihr da eventuell noch eintauschen. Das Einzige, was jetzt vielleicht noch ein bisschen mehr Sinn machen würde, ist tatsächlich diese Nethersplitter-Geschichte. Da habe ich mir auch jetzt schon einen Haufen zusammengeschickt. Und das können wir uns jetzt mal noch angucken. Da habe ich jetzt hier 60k. Habe ich da immer... Ach du Scheiße. Ja, wir sehen uns in einer halben Stunde wieder. Ich muss, glaube ich, ein paar Dinger zusammenschicken. So. Ich habe jetzt die ganzen Sachen zusammengeschickt. Das hat jetzt... Oder was heißt zusammengeschickt? Halt rüber transferiert. Um den Fachjargon hier zu treffen. Und zwar habe ich jetzt 700.000 von den Nethersplittern. Ich habe da sau viele. Ich glaube, du hast sie immer für diese
Legionsinvasionen gekriegt. Und ich habe da Temok noch und nöcher gefarmt. Also ich habe so viele von den Dingern gemacht, dass da jetzt halt einiges bei rumkam. Die Teile kann man benutzen. Und zwar hier auf der verheerten Küste. Hier in dem Hauptlager, ne, bei dem Mage Tower in der Nähe. Da hatten wir hier so einen Händler. Und diese Händlerin, die kann uns die Sachen umtauschen gegen verschiedene Items. Das kann man alles nicht zu Gold machen. Sind ein Haufen Collectibles dabei. Wenn ihr die nicht habt, würde ich die als erstes mal kaufen. Und was aber interessant ist, ist hier Nethersplitter Essenz. Und die ist ja irgendwie zwischen 1 und 3000 Gold wert. Und die kann man quasi brauchen, glaube ich, um diese alten Legendary-Dinger zu bauen. Ist vielleicht für den einen oder anderen noch für ein Timewalker-Gear praktisch, weil die viele Sockel haben. Oder für Temok, den man da rüber holen kann. Auf jeden Fall, ja. Können wir uns da ein paar kaufen. Ich hätte jetzt gesagt, ich hau jetzt da nicht alles raus. Das ist auch wieder so eine Sache, wenn ihr jetzt da ewig viele kauft und in der Haar flutet, bringt es nichts. Aber wir kaufen jetzt mal 20 Stück, ne? Und, ach du Scheiße, die stacken nicht. Ja, okay, schwierig. Ich glaube, mit 20 fluten wir schon in der Haar. Jetzt hier auf Blackmoor sind sie sehr wenig wert. Da sind sie 1000 Gold wert. Auf anderen Servern, also EU-weit, sind sie bis zu 3k wert. Also eventuell, ich hau die jetzt mal für 3k rein. Die 20 Dinger. Wenn jetzt 60k. Ob sich die gut verkaufen? Ganz ehrlich, ich glaube nicht. Aber was anderes kann man mit dem Zeug eh nicht machen. Deswegen, ja. Ihr könnt ja mal gucken, ob es bei euch auf dem Server verkauft. Vielleicht noch auf irgendeinem anderen Server ein Char erstellen. Mit der Kriegsmeute könnt ihr die ja dann hin und her handeln auf die verschiedenen Servern. Also über die Bank, wenn sie denn mal irgendwann funktioniert. Dann sind wir mit Legion fertig. Jetzt kommen wir zu Warlords of Draenor. Und, naja, gut, da gibt es ehrlich gesagt nicht viel, ne? Es sind ja hier nur ein paar Währungen. Die beiden unteren sind Bonus-Royals. Mit dem Öl kann man quasi nur die Schiffsmissionen losschicken. Die Garnisonsressourcen, die kann man leider auch nicht in dem Warbund quasi rumschicken. Und die anderen Fraktionen kannst du auch vergessen. Aber mit den Garnisonsressourcen kannst du zumindest noch in der Garnison, wenn ihr einen Handelsposten gebaut habt, könnt ihr die theoretisch benutzen, um halt hier das ein oder andere an Materialien zu kaufen. Das Ding ist, das allermeiste von dem Zeug kann ich komplett vergessen, ne, wenn wir ehrlich sind. Also die sind nicht viel wert, meistens 1-2 Gold nur, aber da macht es halt so ein bisschen die Masse. Das Beste, was man meistens noch holen kann, sind tatsächlich die Kräuter, ne. Fleisch braucht man eigentlich für nichts. Die Kräuter kann man immer noch so ein bisschen brauchen für Inschriftenkunde, für den ein oder andere Glyphe. Dafür ist es, denke ich mal, noch relevant. Jetzt gucken wir mal, welches Kraut am meisten wert ist. Ja, also bei mir ist aktuell hier Sternenblume am meisten wert. Jeden Tag ändern sich auch die Preise hier in der Garnison. Das ist jetzt zwar mit 40 teuer, aber jetzt kaufen wir trotzdem ein paar. Wo haben wir es? Sternenblüte da. TSM ist hier zu empfehlen, muss ich sagen. Haben wir da jetzt rausgekriegt. Das ist jetzt wert 300 Gold. Naja, also es hat sich eigentlich nicht rentiert für die Zeit, in die Garnison zu porten. Ich wollte es aber mal gezeigt haben, ne, dass ihr da vielleicht noch ein bisschen was zu machen könnt. Als nächstes sind wir jetzt in Mists of Pandaria angelangt. Und ja, in den hinteren Expansion oder in den früheren Expansion, sagen wir es mal so rum, da gibt es ein bisschen weniger Währungen und dementsprechend können wir auch nicht sonderlich viel anfangen. Also was haben wir? Blutige Münzen. Die ist quasi keine Währung, wo wir zusammenschicken können. Da haben wir auch auf der Timeless Isles hier hinten irgendwo einen Händler. Und da kann man sich theoretisch ein Pet kaufen. Aber wie gesagt, das können wir eh nicht zusammenschicken. Dann haben wir die Amulette des Glücks, sowohl die geringen als auch die ehrwürdigen. Das ist für Bonus Royals gut, also auch nicht relevant. Und die Schicksalsrunen und Kriegsemblem-Dinger sind ebenfalls Bonus Royal-Geschichten. Es gibt eigentlich nur eine Währung, die man auch zusammenschicken kann und die relevant hier ist. Und zwar sind es die zeitlosen Münzen. Und dementsprechend sind wir auf der zeitlosen Insel. Und hier können wir quasi auf den Koordinaten 43, 54 ein paar Pets kaufen. Ja. Das ist hier einfach beim Kaiser nebendran, beim Kollegen, haben wir hier dieses Stachelschweinchen. Und ich vermute, es ist nicht sonderlich viel wert. Komm, wir kaufen uns jetzt mal 2, 3 von den Viechern. Und oder vielleicht noch mal eins mehr. Was anderes können wir mit den Dingern leider eh nicht machen. Übrigens, man kann sogar die Währung von den Chars, die im Panda Remix sind, rüberschicken, ne? Also das geht.
Hätte ich auch nicht gedacht, aber das klappt tatsächlich. Und da war ich ja auf der Insel hier für Temok Gefarme schon ein bisschen unterwegs. Und ja, okay, also das Stahlschweinchen, naja. Also, ein bisschen über 1000 Gold scheint es hier wert zu sein. Ich könnte mir jetzt theoretisch einige kaufen, aber wir müllen jetzt mal unser Inventar bzw. das Auktionshaus nicht zu arg voll. Ein bisschen was gibt's davon, ne? Ich kann mir noch ein paar kaufen, eventuell kann ich die auf anderen Servern noch verticken. Was ich empfehlen kann, wenn ihr hier den Ruf habt, also Wohlwollen, könnt ihr euch ein Trinket kaufen, dann könnt ihr euch immer auf die Timeless Isles porten, das rentiert sich auf jeden Fall. Und hier ist dann auch, wenn Time Walker für MOP ist, der Händler für diese Jack-Waschanlage und dann könnt ihr euch die auch direkt holen. Juti, dann würde ich sagen, schauen wir weiter. Dann kommen wir zum Endspurt. Und zwar haben wir jetzt die letzten paar Abzeichen mit den letzten paar Expansions. Und zwar einmal Cataclysm. Die geben eigentlich alle nichts, wenn wir ehrlich sind. Ne? Wir haben jetzt hier noch ein paar von den dunklen Partikeln. Die Charixe in Dragon Soul. Und die könnte man da bei einem Händler abgeben. Da gibt es dann immer so einen Beutel mit ein paar, paar so Edelsteinen drin. Bisschen Gold, da könnte man noch ein bisschen was machen, aber auch die kann man hier quasi nicht zusammenschicken, ne? Und mit den anderen kann man eigentlich auch nicht groß Gold machen. Vielleicht diese Abzeichen des Weltenbaums, da kann man quasi an dieser geschmolzenen Front theoretisch ein Pet kaufen, aber auch das ist keine keine Währung, die man hier über den über die Kriegsmeute zusammenschicken kann. Also Cutter ist eigentlich komplett raus. Dann Wottel ist noch interessant mit den Siegel des Champions. Die kann man nämlich einmal hier oben am Agentum-Dämmerungsplatz, ne? Also wir sind Red of the Lich King, dann hier in der Eiskrone und hier oben etwa auf den Koordinaten 75, 20, kann man die bei dem Ali-Zelt oder halt hier drüben bei dem Hordenzelt abgeben gegen Pets. Und ich glaube, die Pets sind tatsächlich schon noch ein bisschen was wert. Und ja, da gibt es jetzt verschiedene Händler. Und die haben dann quasi immer, je nachdem, welche Fraktion man sich auswählt, hier ein Pet dabei. Ne? Also hier haben wir zum Beispiel eine Roboschreite. Die kann man auch direkt im AH verkaufen. Da sagt er mir jetzt hier auf dem Server 72k, das ist natürlich Käse. Ne? Die kostet 40 Marken. Wir können jetzt zum Beispiel auch noch hier, gehen wir mal zu dem, mal so eine Blume theoretisch. Oder Benaltuse. Ach, die hat auch die Blume. Okay, jetzt kaufen wir die mal noch. Also man kann die direkt verkaufen. Ne, die sind nicht seelengebunden. Das wird aber wahrscheinlich keiner kaufen, weil es dann nicht in dem Pet-Ding auftaucht. Also seht ihr, hier ist irgendwie 70k was drin. Das ist gar nicht drin. Die lernt man am besten. Und dann kann man die quasi in den Käfig reinpacken. Dann sind sie auch in diesem Pet-Journal mit dabei. Mal hier 21k, ja, gar nicht schlecht, und die ist nochmal für 17k drin. Also ist jetzt auch nicht das große Gold, aber summiert sich auf. Ja, und damit wären wir eigentlich soweit durch. Dann gibt es hier unten noch die Geistersplitter aus Burning Crusade. Ich meine, da konnte man sich nur Waffen und so eine VZ, glaube ich, ein Kopf oder was das war, kaufen. Also ja, gibt es eigentlich nichts mehr Besonderes und ja, dann haben wir quasi alle Währungen durch. Ich habe bestimmt bei irgendeiner was vergessen, was man vielleicht auch noch holen kann. Schreibt das gerne in die Kommentare und ja, dann drücke ich euch die Daumen, dass ihr noch das ein oder andere an Goldstückchen verdienen könnt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Euer Tela, bis dahin, ciao.